Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute einen Avon-Haul mal wieder. Wir hatten wieder bestellt, diesmal waren glaube ich bloß drei Personen. Ich fange jetzt einfach an, ich nehme jetzt hier wahllos raus. Wer jetzt was bestellt hat, das muss ich dann erstmal gucken. Das ist immer schwierig zu sagen. Ich hoffe, ich kriege raus, was ich bestellt habe. Ich glaube, das war schon eins. Dancing Skies, dieses tolle Schaumbad. Mit Cosmic Veilchen, mit Amber Moonstone. Das ist so ein zauberhafter Duft. Der war im Abverkauf drinnen, halber Liter für 2,49 Euro. Tja, und bei 2,49 Euro und so ein toller Duft, da habe ich natürlich eins, zwei, wo sind die anderen? Ah, hier unten. Ui. Drei, vielleicht mal vier Stück mitbestellt. Musste sein. Für 10 Euro, 2 Liter. Kann man nicht meckern, ne? Ist doch mal ein schönes Geschenk. Gerade so ein. Oh, das, ich muss jetzt eins aufmachen. Oh, herrlich. Herrlich. Glücksgefühle kommen da hoch bei diesem schönen Duft. Natürlich habe ich auch noch was anderes. Ich habe noch mehrere Schaumbäder bestellt. Hier habe ich jetzt einmal Sunkist mit Out und Liang Liang. Das muss ich jetzt gleich mal schnuppern. Das ist ein absolut neuer Duft bei Avon. Fruchtig. Erinnert wirklich an so einen Sonnenuntergang. Es schnuppert. Schnuppert traumhaft. Ich sage es jedes Mal immer wieder. Wer noch kein Schaumbad von Avon getestet hat, hat echt was verpasst. Es ist einfach so. Dann habe ich hier Avon Care Refresh and Revitalized. Oh, kann man kaum aussprechen. 2-in-1 Shampoo und Conditioner mit Lavendel und Brennnessel. Das war im Angebot für 4,99 Euro oder 4,49 Euro. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber richtig große Flasche hier, das sind 700 Milliliter, das ist die einfachste Haarpflege von Avon, aber die ist wunderbar. Die ist richtig schön und die schnuppert auch gut. Oh ja, wie gesagt, in den Beautyboxen war immer nur noch Conditioner drin und jetzt brauchte ich wirklich mal wieder ein Shampoo und da habe ich mir das jetzt bei Avon einfach mitbestellt. Ne? Habe immer drauf gehofft, falls in den Beautyboxen mal wieder was drin ist, aber war jetzt lange nicht und dann musste das bei Avon sein. Und 5 Euro für 700 Milliliter ist natürlich ein absoluter Schnapper. So, dann hat man hier noch eins gehabt, Getaway Dreams mit Solarflower und Salzsee. Duft, aber so das Salz, das riecht mir überhaupt nicht raus. Also das ist auch ein schöner, fruchtiger Duft hier und erinnert an einen Strandspaziergang, der war auch im Abverkauf und den habe ich mir dann auch einfach nochmal gegönnt. Also Schaumbäder habe ich jetzt jede Menge. Also das war, glaube ich, im Set gewesen, genau, mit diesem Duschgel. Genau, mit diesem Duschgel. Aber das war nicht ganz so günstig. Also das war schon so an die 5 Euro, die zwei Sachen. Oder ein bisschen mehr. Ja, genau. So, dann wurde bestellt. Meine ehemalige Arbeitskollegin hatte das bestellt, das Avon Mask for Men. Das ist auch ein schöner, aquatischer, frischer Duft. Ich werde ihn jetzt nicht ansprühen, weil, wie gesagt, der gehört jetzt nicht mir. Aber guck mal, das Packaging sieht auch echt super aus und es riecht sehr gut. War im Angebot für 12 Euro oder so. Dazu gibt es auch immer passend so eine Art Duschgel hier. Hat aber jemand anders jetzt bestellt. Das ist das Ocean Surge for Men 2-in-1 Hair and Body Wash. Ich glaube, die seht ihr auch jedes Mal wieder. Ist auch immer die gleiche Person, die das bestellt. Die Tante von meinem Mann bestellt immer sehr viel so Duschgele. Ja, und dann holt sie sich immer so einen Schwung. Und dann habe ich noch einmal Wasserfrucht. Das ist das Secret Lagoon. Das gibt es auch schon ewig bei Avon. Ja, also dieser Duft hat jetzt bloß ein anderes Packaging.
ist so ein Unisex-Duft, sage ich immer, obwohl es eigentlich unter Damendüfte mitgeführt wird, finde ich dieses wirklich so Unisex. Das können Männer und Damen benutzen. Das ist ein richtig schönes, frisches Dufterlebnis. Dann habe ich hier noch eine Bodylotion mit Wassermelone, 400 Milliliter. Oh Gott. Entschuldigung. Das war ein Set gewesen. Einmal das. Und hier haben wir eine Lotion, eine Spraylotion. Aha. Habe ich jetzt nicht bestellt. Das war im Set, glaube ich, so an die 5 Euro. Eine Handcreme vielleicht noch. Oh. Genau. Und eine Handcreme war da noch mit dazu. Oder waren es 8,99? Irgendwie so in der Drehe pegelt sich dann der Preis ein. Dann wurden zwei Deo-Roller mit 24 Stunden Frische bestellt. Ich glaube, da hat einer, die sind nicht ganz so günstig gewesen. Ich glaube, zwischen 2 und 3 Euro kostet wirklich so ein Deo-Roller. Da muss man mal aufpassen, dass man wirklich guckt, dass man das bestellt, wenn es im Angebot ist. Ne? So, dann habe ich hier noch ein Duschgel, ein kleineres, mit diesem Secret Lagoon, dieser frische Duft, 250 Milliliter. Hier habe ich zu meinem Set genau noch so ein Körperspray dazu. Körperspray, so nach dem Baden, so das Auftragen, dass man noch so eine leichte Frische auf der Haut hat, ist das immer ganz gut. Oder wenn ich jetzt zu Hause bin, nehme ich das für mich als normales Eau de Toilette oder so. Also wenn ich jetzt nicht rausgehe, dann reicht so was Einfaches auch dazu. Dann habe ich und noch jemand anders ein Set bestellt. Das ist das Individual Blue. Da haben wir ein Eau de Toilette, ein Duschgel und dazu ein Deo-Roller. Dieses Set kostet im Schnitt so zwischen 20 und 25 Euro. Manchmal kriegt man es sogar für 15, je nach Angebot. Ja, genau. Ich zeige euch mal noch den Flakon. Der Duft ist sehr frisch. Sehr frisch. Aber er hält nicht ganz so lange. Aber als Geschenk, ich werde es auf jeden Fall verschenken. Und ja, damit kann man auch nichts falsch machen. Je nachdem, nach Geschmack oder so, muss man ja mal aufpassen, wenn man Düfte verschenkt. Aber ich denke doch, dass mein Schwager diesen Duft mögen wird. Genau, also wie gesagt, das Set zweimal. Meine Freundin hat das auch mitbestellt. Dann habe ich hier noch. Von Avon True. Ist gar nicht, wer das bestellt hat. Hier das Packaging. Das sieht aus wie ein gepresstes Puder. Oh ja. So sieht das dann aus. Moment. Ich versuche das mal ein bisschen hochzuhalten. Ohne dass ich hier. Hier haben wir gepresstes, einfaches Nude Puder. Ich fasse es nicht an, weil es nicht mir gehört. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Die Farbe. Neutral fair. Ist sehr hell. Also ist sehr hell. Also für mich wäre es eindeutig zu hell. Dann wurde noch bestellt ein Leave-In. Feuchtigkeits. Wie sagt man? Feuchtigkeitsfluid oder sowas. Das kann man dann in den Haaren drin lassen. Und die Reihe Advanced Techniques ist so der Mercedes unter den Shampoos bei Avon. Macht die Haare wirklich schön weich und geschmeidig. Also das ist auch wirklich echt toll. Dann haben wir hier noch ein Tinted Lip Balm. Oh, habe ich den bestellt? Das kann ich gar nicht sagen. Werde ich dann sehen, habe ich den mitbestellt oder war der mit dazu? Muss man manchmal aufmachen. Ja, man kriegt manchmal was gratis dazu. Da muss man halt mal gucken, was es dann ist. Ja, genau. Also hier haben wir noch einen Lip Tint. Also Lip Tint, das mag ich ja mal. Das ist ja so, das zieht dann richtig ein. Das ist dann wie, ja, wie gemalt dann. Als ob man einen Filzstift nimmt. So, dann habe ich hier noch Make-up Care, eine Serum Foundation. Ich glaube, das hat meine Kollegin bestellt. Hier haben wir so ein kleines Tübchen. Ich muss sagen, das hat sie, glaube ich, schon zum zweiten Mal mitbestellt. Bin ich mir nicht sicher, ob da letztes Jahr auch schon mal was mit dabei gewesen ist. Ja, also wahrscheinlich ist sie mit sowas immer zufrieden.
Die findet immer Produkte, die ich in meinem Leben noch nicht bestellt habe. Die schnüffelt da den Katalog immer durch. Und dann denke ich, aha, das hat sie sich bestellt. Na, guck ihn nur an. So, und ich habe hier noch ein Eau de Toilette Spray. Ja, ich bin gerade auf den Trip, Parfüms zu bestellen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch noch ewig andere Parfüms, die ich bestellt habe bei Notino und Nachahmungen und alles. Da bin ich jetzt gerade dabei, mich so ein bisschen ranzutesten, weil mein Vorrat ist wirklich, man glaubt es nicht, wirklich schon sehr geschrumpft an Parfüms. Ja, also das wäre jetzt dieser Duft. Elegant Rose. Also ich gehe von aus, dass das schön nach Rose schnuppert, so ein kleines Teil. Die sind auch manchmal ein Angebot für 6 oder 7 Euro. Ich sprühe es nicht an, ja, weil ich es noch nicht benutze, damit es nicht alt wird. So. Neuer Katalog liegt bei. Freue ich mich natürlich, ne? Werden wir gleich wieder ein bisschen rumstöbern. So, wenn euch mein Haul gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Puh, habt einen wunderschönen Tag.